Hallo und herzlich willkommen beim flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du diesen Torso für deine Häkelpuppe machen kannst. Und genauso wie der Kopf aus Teil 1 ist er vielseitig einsetzbar, zum Beispiel für all deine Lieblingsprinzessinnen. Los geht's mit einem magischen Ring, in den du 6 feste Maschen häkelst. Also einmal eine Schlaufe machen, Faden durchziehen, einmal die Schlaufe, die dann entsteht, umklappen, Faden nochmal durchziehen. Wenn du das Ganze nochmal genauer sehen möchtest, kannst du dir gerne mein entsprechendes Video Magischer Ring ohne Häkelnadel anschauen. Und dann geht es los mit den 6 festen Maschen, die du hier in diesen magischen Ring hineinhäkelst. Und am Ende ziehst du dann das Ganze einmal fest, sodass sich die Runde schließt. In der nächsten Runde verdoppelst du dann jede dieser 6 festen Maschen. Ich lasse dazu immer gerne die Schlaufe auf meiner Nadel erstmal sehr lang, damit ich hier genug Freiraum habe, um so richtig gut in die erste Masche zu finden. Und da kommen dann 2 feste Maschen rein. Also in dieser Runde häkelst du jeweils 2 feste Maschen in die Masche der Vorrunde. Die zweite Masche wird auch wieder verdoppelt, auch wieder 2 feste Maschen rein. Die dritte bekommt auch 2 feste Maschen und das machst du insgesamt mit allen 6 Maschen, sodass du dann am Ende der Runde 12 Maschen hast. In der dritten Runde verdoppelst du jede zweite Masche, das heißt, du fängst mit einer festen Masche an, dann kommt eine Verdoppelung, also 2 feste Maschen in die zweite Masche der Vorrunde, dann wieder eine feste Masche, dann wieder eine Verdoppelung, also wieder 2 feste Maschen, dann wieder eine feste Masche, dann wieder 2 feste Maschen und das Ganze machst du insgesamt 6 Mal, sodass du am Ende dieser Runde bei 18 festen Maschen landest. Dann häkelst du 4 einfache Runden nur mit festen Maschen, also 4 mal 18 feste Maschen häkeln. Und da dies ganz einfache Runden sind, ohne Zu- und Abnahmen, mache ich hier gleich einen Schnitt. Und wir treffen uns dann nach diesen 4 einfachen Runden wieder. Und dann solltest du insgesamt 7 Runden gehäkelt haben. In der nächsten Runde häkelst du jede zweite und dritte Masche zusammen, das heißt, du beginnst mit einer festen Masche, dann kommt eine Abnahme. Ich nutze dafür die unsichtbare Technik, die geht so. Du gehst mit deiner Nadel in die vorderen beiden Maschenschlaufen der Maschen, die du zusammen häkeln möchtest, ziehst deinen Faden dann durch diese beiden vorderen Maschenschlaufen und ziehst deinen Faden dann durch die beiden Schlaufen, die du dann auf der Nadel hast. Dann kommt wieder eine einfache feste Masche, dann kommt noch eine unsichtbare Abnahme, also wieder die beiden vorderen Maschenschlaufen, Faden durchziehen, Faden nochmal durchziehen und so geht es weiter, bis du insgesamt 6-mal die Folge eine feste Masche, eine Abnahme gearbeitet hast und dann bleiben dir nur noch 12 Maschen in deiner Runde übrig.
Und je nachdem, wie lang du den Hals deiner Puppe haben möchtest, häkelst du jetzt 3 bis 4 einfache Runden mit einfach nur 12 festen Maschen. Ich mache den Hals hier etwas kürzer, also ich häkele nur 3 von diesen einfachen Runden mit jeweils 12 festen Maschen. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Du kannst ja auch gerne noch eine zusätzliche Runde einfügen. Die nächste Runde besteht dann aus 12 Verdoppelungen, das heißt, du häkelst 2 feste Maschen in die erste Masche der Vorrunde, dann 2 feste Maschen in die zweite Masche der Vorrunde, 2 feste Maschen in die dritte Masche der Vorrunde und so weiter, bis du in jede Masche der Vorrunde 2 feste Maschen gehäkelt hast, also jede Masche verdoppelt hast und dann landest du bei 24 Maschen nach dieser Runde. Die nächste Runde beginnst du mit 4 Verdoppelungen, also in die ersten 4 Maschen kommen jeweils 2 feste Maschen rein und damit arbeiten wir jetzt die Schultern der Puppe, also die ersten 4 Maschen werden hier verdoppelt. Und dann häkelst du nach den 4 Verdoppelungen 8 einfache feste Maschen quer rüber bis zur anderen Seite. Dann kommen wieder 4 Verdoppelungen. Also wieder 4 mal 2 feste Maschen in die Maschen der Vorrunde. Und das ist dann natürlich die zweite Schulter, die du hier formst. Und nach den 4 Verdoppelungen musst du dann bis zum runden Ende noch 8 einfache feste Maschen häkeln. Und dann landest du bei 32 Maschen in der Runde. Danach häkelst du 3 einfache Runden, nur mit festen Maschen. Das heißt, du häkelst 3 mal 42 feste Maschen. Und ich mache hier gleich wieder einen kleinen Schnitt und wir treffen uns dann nach diesen 3 einfachen Runden hier wieder. Die nächste Runde beginnst du mit 8 einfachen festen Maschen.
Und nach diesen 8 einfachen festen Maschen machst du dann 2 Verdreifachungen. Das heißt, in die 9. Masche kommen 3 feste Maschen rein. Und in die nächste Masche kommen auch wieder 3 feste Maschen. Und mit diesen Verdreifachungen formst du natürlich die Brust deiner Puppe. Dann geht es weiter mit 4 einfachen festen Maschen. Dann kommen wieder 2 Verdreifachungen, also 3 feste Maschen in die nächste Masche. Und dann auch 3 feste Maschen in die übernächste Masche. Und dann häkelst du einfache feste Maschen bis zum runden Ende. Und das sind in dieser Runde noch 16 einfache feste Maschen. Und dann kommst du mit 40 Maschen aus dieser Runde raus. Und je nachdem, mit welcher Wolle du arbeitest, sollte deine Häkelarbeit jetzt so oder so ähnlich aussehen. Die nächste Runde ist dann eine ganz einfache Runde mit 14 einfachen festen Maschen. Und wie immer mache ich dann an dieser Stelle gleich einen Schnitt und wir treffen uns nach dieser einfachen Runde hier wieder. Die nächste Runde beginnst du mit 8 einfachen festen Maschen. Und nach den 8 einfachen festen Maschen häkelst du dann dreimal 2 Maschen zusammen oder anders ausgedrückt, arbeitest 3 Abnahmen. Ich nutze dazu auch wieder die unsichtbare Abnahmetechnik, wie du hier siehst. Aber du kannst natürlich auch eine andere Abnahmetechnik wählen, wenn die dir besser gefällt oder besser liegt. Und nach diesen 3 Abnahmen kommen dann 4 einfache feste Maschen. Also wir nehmen jetzt das, was wir in der vorletzten Runde zugenommen haben, in dieser Runde wieder ab. Das heißt, du kannst dir schon denken, nach diesen 4 einfachen festen Maschen kommen auch wieder 3 Abnahmen, also wieder dreimal 2 Maschen zusammenhäkeln. Und dann machst du einfache feste Maschen bis zum runden Ende. Das sind auch wieder 16 einfache feste Maschen. Und dann landest du wieder bei 32 Maschen in deiner Runde. Die nächste Runde beginnst du mit einer Abnahme, also du häkelst 2 Maschen zusammen. Dann kommen 6 einfache feste Maschen. Und nach den 6 einfachen festen Maschen arbeitest du dann 2 Abnahmen, also 2x2 Maschen zusammenhäkeln.
Dann folgen zwei einfache feste Maschen. Dann wieder zwei Abnahmen, also zweimal zwei Maschen zusammenhäkeln. Dann, genau wie auf der anderen Seite, wieder sechs einfache feste Maschen. Und nach den sechs einfachen festen Maschen wieder eine Abnahme. Also wieder zwei Maschen zusammenhäkeln. Nicht zweimal zwei wie auf der Vorderseite, sondern nur eine einfache Abnahme. Dabei natürlich darauf achten, jeden Faden mitzunehmen deiner Baumwolle. Und dann noch vier einfache feste Maschen bis zum runden Ende. Und dann landest du bei 28 Maschen in deiner Runde. Und dann sollte deine Häkelarbeit so oder so ähnlich aussehen. Jetzt häkelst du 7 einfache Runden mit jeweils 28 festen Maschen. Also 7 ganz einfache Runden mit 28 festen Maschen häkeln. Und wie immer mache ich hier gleich einen Schnitt. Und dann treffen wir uns nach diesen 7 Runden hier wieder. Wenn du noch nicht damit begonnen hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mit dem Ausstopfen anzufangen. Und du musst dabei besonders darauf achten, dass dieser Knopf, der nachher im Kopf verschwindet, gut ausgefüllt ist, beziehungsweise dass auch der Hals schön festgestopft ist, damit die Puppe nachher keinen Wackelkopf bekommt, weil der Kopf eben sehr groß ist. Und das machst du am besten, wenn du halt jetzt erst anfängst auszustopfen, dass du gleich den Oberkörper ordentlich fest mitstopfst und immer vom Oberkörper aus in den Hals rein. Das kannst du natürlich ganz ausführlich machen. Ich zeige das dir hier nur kurz. So kann es dann ungefähr aussehen. Die nächste Runde beginnst du dann mit einer Verdoppelung, also einmal zwei feste Maschen in die erste Masche. Dann folgen 4 einfache feste Maschen. Dann verdoppelst du wieder eine Masche. Also hier kommen wieder 2 feste Maschen rein. Dann häkelst du 12 einfache feste Maschen quer rüber. Und wenn du das hast, häkelst du die andere Seite entsprechend. Also nach den 12 einfachen festen Maschen geht es dann weiter mit einer Verdoppelung. 4 festen Maschen, wieder eine Verdoppelung und noch 4 feste Maschen bis zum runden Ende. Und dann landest du bei 32 Maschen in deiner Runde. Dann häkelst du 5 einfache Runden nur mit festen Maschen, also 5 mal 32 feste Maschen häkeln. Und da dies ganz einfache Runden sind, mache ich hier gleich wieder einen kleinen Schnitt
und wir treffen uns dann nach diesen 5 Runden hier wieder. Und dann müsstest du übrigens insgesamt 36 Runden gehäkelt haben. Die nächste Runde beginnst du mit einer Abnahme. Jetzt wird also der Po deiner Puppe geformt. Und nach dieser Abnahme häkelst du 24 einfache feste Maschen, bis du auf der anderen Seite hinten angelangt bist. Und nach diesen 24 einfachen festen Maschen machst du dann wieder eine Abnahme. Und dann bleiben noch 4 einfache Maschen bis zum Rundenende. Und dann beendest du diese Runde mit 30 Maschen insgesamt. Jetzt kommt hier die zweite Abnahme in dieser Runde, also nach den 24 einfachen festen Maschen. Eine Abnahme und dann noch 4 einfache feste Maschen bis zum runden Ende. Und damit ist der Torso für deine weibliche Häkelpuppe oder Prinzessin, ich weiß ja nicht, was es wird, schon fertig. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf eure Kommentare, Likes und Shares und darauf, dass wir uns für den nächsten Teil dieser Serie hier wiedersehen. Dann häkeln wir zusammen die Beine deiner Häkelpuppe.